Als Vorstand bei Procon trägt man natürlich eine große Verantwortung. Aber die Mitarbeitenden bei Procon, denke ich, machen es einem auch sehr leicht. Sie tragen eine große Motivation in sich, die daher rührt, dass die Erreichung des Ziels 100% grüne Erzeugung hier im Haus ebenso wichtig ist wie die Wirtschaftlichkeit der Dinge, die wir tun. Jede und jeder von uns kann bei Procon zu einer Art Handlungsheldin oder Handlungshelden zum Schutz des Klimas werden. In ganz besonderer Weise, das treibt uns jeden Tag von neuem an. Und mein Eindruck ist, die Mitarbeitenden bei Procon arbeiten sehr, sehr gerne für ein Unternehmen, das 40.000 Bürgerinnen und Bürgern gehört, basisdemokratisch ist und sich jeden Tag für eine nachhaltige Zukunft einsetzt.